Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche. Ja, nach dem HC Strache im Interview, jetzt HC Strache in der Umfrage, analysiert von Thomas Hofer. Danke fürs Kommen. Schönen guten Abend. Lieber Herr Hofer, nach wie vor im Overdrive, nehme ich an. Ja? Corona ruft und alle Fernsehstationen der Welt wollen wissen, wie Ihre politische Einschätzung ist. Freut mich, dass Sie bei uns sind. Und wir schauen uns zuerst einmal an, wie schaut die aktuelle Sonntagsfrage mit dem DAÖ aus? Wir sind ja die einzige Umfrage, die die Liste Strache ausweist. Die Umfrage, muss man sagen, ist mittlerweile in Summe bereits eine Woche alt. Das muss man immer dazu sagen, weil bei Corona geht es ja so schnell, dass man ja schon genau sagen muss, von wann ist das ganze Ding. Also es ist sozusagen aus der letzten laufenden Woche bis inklusive Donnerstag. Das heißt, das, was jetzt am Wochenende da passiert ist, diese schrittweise Öffnung, das ist dann noch nicht drinnen. Und natürlich, das summiert sich von Mal zu Mal. Schauen wir auf die Sonntagsfrage. Erstens, wie schaut es generell aus und wo liegt der HC Strache? Wenn wir das aufziehen, weil der HC Strache ist vom Herrn Hofer verdeckt, so klein ist er, muss man sagen, er tut uns eigentlich fast leid, der HC, oder? Ja, er geht derzeit in dieser Corona-Welle völlig unter mit seinem DAÖ. So ist es, er bemüht sich nach Kräften, wenn man gerade im Interview gesehen hat, dass er da erstens seine Verschwörungstheorien, was da jetzt das Video angeht, noch einmal wieder belebt. Er versucht ein bisschen, sich wieder zu Wort zu melden, aber es ist einfach so, dass die gesamte Opposition, auch jene, die im Parlament vertreten ist, derzeit untergeht. Ja? Genau. Und da sind, fangen wir da gleich von hinten an. Also erstens haben wir einen HC Strache bei 3%. Der ist also vom Einzug in das Parlament auf Bundesebene weit entfernt. Und in Wien liegt er jetzt bei 5%, der Lager schon bei 7-8%. Das ist ebenfalls natürlich gesunken. Da wird er ordentlich kämpfen müssen. Da wird er kämpfen müssen, das ist so, das ist jetzt nicht seine Zeit. Ja, er hatte eine unglaubliche Coverage vor Corona, nicht? Da hat alles wie gebannt auf den Fetz zwischen FPÖ und Strache geschaut. Das hat er natürlich auch befeuert selber, hat scheibchenweise seine Kandidatur verkauft etc. Natürlich muss er darauf hoffen, dass das, so wie für alle klarerweise, dass das bald vorbei ist mit Corona. Denn so eine Krisenzeit, die ist natürlich nicht der Boden, auf dem man sich gut bewegen kann. Das ist so. Insofern sind die 3% gar nicht so schlecht, sage ich mal. In bundesweit ist ja die 4%-Hürde, in Wien ist ein bisschen anders, da kann er das schon schaffen und das ist einmal der erste Schritt, den er auch hinkriegen muss, denn bundesweit hat er natürlich keine Infrastruktur, die braucht er dann schon auch, aber zuerst einmal muss er es in den Wiener Landtag schaffen. Nicht ganz so dramatisch wie für den HC Strache, aber auch schwer Corona geschädigt, läuft es für die Neos. Die waren bei der Wahl, glaube ich, bei 8,5%, nicht? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann waren sie in Umfragen bei uns schon bei 10%. Und jetzt sind sie Stück für Stück immer minus 1% pro Woche runter auf 7%. Also da geht es auch schon langsam Richtung 5%-Marke. Auch die Frau Meindl-Reisinger tut sich schwer, da eine Öffentlichkeit zu finden. Ja, was man in verschiedenen Ausprägungen sieht, auch in unterschiedlichen Umfragen sieht, ist, dass einfach ein Teil wirklich der Neos-Wähler des vergangenen Jahres da abwandert. Und das ist insgesamt etwas, und es gibt im Übrigen auch Umfragen, weil Sie das vorher angesprochen haben, die kurz schon fast in Richtung absoluter sehen. Über das werden wir gleich reden. Also deutlich drüber. Wir fangen halt von hinten an. So ist es, aber das ist natürlich auch was die Neos zu spüren bekommen, auch wenn sie jetzt kaum was machen können. Nicht, das ist eine Situation, wo man als Chef oder Chefin in dem Fall einer kleinen Oppositionspartei kaum, kann man eigentlich nur zuschauen, erste Reihe, fußfrei, wie die Regierung da alle Pluspunkte quasi absammelt. Sitzen wie das Kaninchen vor der Corona-Schlange. Und ähnlich unangenehm ist es für die FPÖ. Die ist bei uns nur noch bei 10%, da muss man dazu sagen, da haben wir natürlich andere Werte als andere Umfragen, weil wir den Strache erheben. Das heißt, diese 3% muss man im weitesten Sinn der FPÖ zuschlagen, wenn er nicht antreten würde. Aber würde HC Strache antreten bei einer Bundeswahl, dann müsste der Herbert Hofer, mittlerweile der Norbert Hofer, mittlerweile schon froh sein, wenn er auf 10% kommt. 10% für die FPÖ ist eine Katastrophe, oder? Ja, das ist eine absolute Katastrophe. Jetzt müssen wir das nämlich insofern ins rechte Licht unter Anführungszeichen rücken, als vergangenes Jahr es mit Ibiza und dann auch dieser Spesenaffäre dann wenige Tage vor der Wahl deutlicher nach unten ging, als sich das zuerst angekündigt hat. Und das wäre natürlich noch einmal das Abbauen eines wirklichen Gutteils der FPÖ-Wähler von 2019. Also das ist schon dramatisch und das zeigt, dass es nicht nur die Krise aktuell ist, jetzt Corona aktuell ist, das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, so wie auch bei den Neos und allen anderen, aber es ist schon auch so, dass die
FPÖ natürlich diese kantige, markante Oppositionspolitik, die sie immer ausgezeichnet hat eigentlich, derzeit nicht fahren kann oder nicht fährt, hat natürlich auch mit den Personen zu tun, nicht? Es ist erstmals seit 1986 so, dass man nicht wirklich weiß, okay, wer ist da jetzt die unumschränkte Führungspersönlichkeit da vorne? Das ist eine schwierige Situation für also die FPÖ. Also die Doppelspitze kommt nicht wirklich ins Rollen, muss man sagen. Und die 10% sind wirklich gefährlich, weil wenn die FPÖ unter 10% fällt, na servus, würde ich sagen. Ne? So ist es. Also natürlich kann man jetzt vieles, und das ist ja auch legitim, vieles zu erklären, eben mit diesem Corona-Impact, das kann sich auch wieder relativieren, das muss man schon dazu sagen. Das sind jetzt wirkliche Ausnahmezeiten, also da kann schon auch was von diesen tollen Ergebnissen aus Sicht der aktuellen Regierung wieder wegfallen. Aber selbst wenn das 12%, 13% sind, gibt es da natürlich einige in der FPÖ und vor allem in Wien wird es kein wirklich glorioses Ergebnis geben. Noch dazu mit dem Spitzenkandidaten, den man nicht wirklich breit kennt, wo man die Zuordnung noch nicht thematisch wirklich Dominik weiß. Dominik Knepp, ja. Dominik Knepp, da kann es schon noch eine Verschärfung der Krise aus Sicht der FPÖ geben. Also da wackelt wirklich die Grundfestung, ja. Und dann kommen wir zur SPÖ. Die liegt bei 18%, relativ stabil, muss man sagen, verliert nicht, gewinnt nicht. Aber da gibt es jetzt in den letzten Stunden schon Gerüchte, Pamela Rendi-Wagner könnte vielleicht vor dem Rücktritt stehen. Was hören denn Sie da, Herr Hofer? Ich höre die Gerüchte auch, ja, in Richtung, was kommt da möglicherweise raus bei der Mitgliederbefragung und etc. Ich kenne keine Daten, wir wissen es nicht. Wir warten ja alle gespannt auf die Mitgliederbefragung, so. Aber sie kommt nicht, könnte man sagen. Ja? Die möglicherweise vorgeschoben oder auch nicht, das Argument der SPÖ ist, man sagt, man wertet erst dann aus, wenn das Präsidium wieder zusammentreten kann. Das kann aber natürlich auch Zeitgewinnen bedeuten. Ja, von der Strategie bis Mitte Juni, wenn wir Pech haben. Naja, eben. Nicht. Ja? Also es ist ja fast paradox. Nicht? Eigentlich ist das jetzt ein Thema, wo die SPÖ zwar nichts profitieren kann, aber wo natürlich Pamela Rendi-Wagner erstmals, muss man sagen, in ihrer Zeit an der Spitze dieser Partei wirklich auf sicherem Grund steht. Denn da ist sie wirklich Expertin, da kennt sie sich aus, da hat sie viele Dinge gesagt, als erste im Land, also was die politische Klasse jetzt angeht. Und dennoch wird sie das möglicherweise nicht retten. Nicht? Denn eines ist klar, es hat die Befragung davor begonnen, die Beteiligung wird wahrscheinlich sowieso nicht berauschend sein. Und die Frage ist eben die Zentrale, wie viele der Teilnehmer haben sich dann für sie ausgesprochen? Also es gibt das Gerücht, dass Rendi-Wagner möglicherweise in den nächsten Tagen zurücktreten könnte. Aber wie gesagt, wie der Thomas Hofer schon völlig richtig gesagt hat, ist ein Gerücht und wir haben in Wien schon viele Gerüchte kommen und gehen gehört. Eben. Auch was Rendi-Wagner betrifft. Aber natürlich, sagen wir mal, es wäre so, ja, ich bleibe im Konjunktiv, ist natürlich die zweite Frage jetzt in dieser Zeit. Wie stellt sich denn die SPÖ neu auf? Also wir beide haben auch im Vorgespräch schon mal kurz darüber geplaudert, na, wer wäre denn da überhaupt jetzt bereit, das in dieser Phase zu übernehmen? Bitte schön, diese Daten, die zeigen ja gerade nicht irgendwie den Home Run an, für wen auch immer, der da kommen könnte. Und an die wer immer das ist, es muss ein Masochist sein. Muss man sagen, oder? Ja. Oh, schön zugespitzt, aber also von den üblichen Verdächtigen unter Anführungszeichen, also zum Beispiel den Landeshauptleuten, bin ich mir sicher, dass das keiner macht. Also jedenfalls nicht dauerhaft und Vollzeitjobmäßig, denn sowas macht man nicht nebenbei. Und dann ist eben die Frage, wie kommt man da über die nächste Phase drüber? Und das ist eine sehr heikle Situation. Also wenn die Rendi wirklich zurücktritt, dann ist die SPÖ in Trümmern und dann wird es wahrscheinlich ähnlich bergab gehen wie mit der FPÖ, könnte ich mir vorstellen. Dann werden die 18% wohl nicht zu halten sein, weil sie haben es schon gesagt, diese 18%, die jetzt nicht berauschend sind, aber doch, sind doch sehr stark auch auf die Auftritte der Rendi-Wagner zurückzuführen. Sie hat nicht wirklich profitieren können von der Geschichte. Das wäre nur dann gegangen, hätte die Regierung einen schlechten Krisenmanagement-Job gemacht. Dann hätte sie vielleicht eine Art Unterscheidungsmerkmal aufbauen können. Das ist natürlich nicht gelungen, weil es die Regierung grosso modo gut gemacht hat in dieser Krise bisher. Aber sie hat jedenfalls da erstmals den Eindruck erwecken können, hoppla, da kennt sie sich aus. Das ist ein Thema, in dem sie sich wohlfühlt. Deswegen wäre es, wie gesagt, aus Ihrer Sicht natürlich doppelt heftig, wenn das jetzt dazu kommt. Aber wenn das Ergebnis entsprechend ist, dann kann man das auch nicht wegdiskutieren. Man kann bei der schlechten Zustimmungsrate oder gar bei einem Überhang der Negativwerte natürlich sie nicht halten. Also das ist vollkommen logisch. So, und dann überholen die Grünen die ÖVP mit die SPÖ. Die Grünen überholen die SPÖ, die ÖVP wäre schön, daran ist nicht zu träumen, wie man gleich sehen wird. Also die Grünen überholen die SPÖ mit einem Plus von 1%. 19% für die Grünen, einerseits sensationell, andererseits, wenn wir dann gleich die Personality-Werte sehen, werden die Werte der Grünen Partei wachsen nicht in den Himmel.
So ist es. Es sind einige Ministerwerte, vor allem jene des Herrn Anschober, auch des Herrn Kogler, was den Vizekanzler angeht, deutlich besser als die Parteiwerte. Aber Sie haben es vollkommen richtig gesagt, für grüne Verhältnisse, ja, ist das natürlich trotzdem ein sensationeller Wert. Ja. Natürlich ist es auch möglicherweise ein bisschen ein kommunizierendes Gefäß mit der SPÖ. Wird man schauen, wie sich das jetzt wirklich darstellt dann ab nächster Woche, was die Führungsfrage bei der Sozialdemokratie angeht. Das ist aus grüner Sicht vielleicht durchaus eine Hoffnung, dass man sagt, naja, wenn dort weiter die Unsicherheit sich vertieft, wenn der nächste personelle Clash daherkommt, dann kann sich das noch verbessern. Aber es ist jedenfalls so, dass man sozusagen in der Regierung zwar profitieren kann, aber natürlich jetzt nicht in diese lichten Höhen, logischerweise, der türkisen Vorhänge. Und dann schauen wir auf den Balken, der in den Himmel schießt, regelrecht. Ja. Das ist der türkise Balken, das ist der ÖVP-Balken, das ist der Kurzbalken. Bei Research Affairs ist die ÖVP mit einem neuerlichen Plus von 1% jetzt bei 41% angelangt. Aber der Herr Hofer kennt parteiinterne Umfragen, die ja dann meistens nicht so gerne herauslanciert werden, weil man die lieber unter der Decke hält. Natürlich, da liegt die ÖVP noch deutlich besser. Ja. Es gibt sowohl publizierte wie auch sozusagen nicht publizierte, wo der Wert noch höher ist, wo er in Richtung 44, 46 sogar darüber geht. Es gibt immer eine gewisse Schwankungsbreite und alle sagen natürlich dazu, Achtung, das ist eine Momentaufnahme, gerade jetzt in diesen hochemotionalisierten Corona-Zeiten. Natürlich kann sich das auch wieder eindampfen, nur was man sieht, und das ist evident, ist in der Umfrage evident und in allen anderen, dass natürlich kurz durch diese Chance, die er hatte und hat mit dieser Krise, da Leadership zu zeigen, wirklich ganz klare Entscheidungen herbeizuführen, es besser zu machen als im internationalen Vergleich. Schauen wir nach Amerika, schauen wir nach Großbritannien, schauen wir nach Spanien, wo auch immer, Italien, wo das deutlich heftigere andere Zahlen sind, da einfach weit noch über seine Parteigrenzen hinaus, die er ohnehin schon ausgedehnt hat, noch einmal hinauszustrahlen. Ja. Und das ist schon eine große Chance. Also man könnte fast sagen, der liegt jetzt mindestens bei 41%. Mhm. Die Umfrage ist, wie gesagt, eine Woche alt. Sie ist, wie immer, kommt da jede Woche 1% dazu. Wenn das so weitergeht, dann sind also die 44-45% im Laufe dieser Corona-Krise durchaus noch in Reichweite. Ja. Wird er die halten können? Weil das ist ja ein fast fulminanter Wert, der an Kreisky-Zeiten erinnert. Also die ehrliche Antwort ist, ich kann es deshalb nicht wissen, weil wir das historisch so noch nie erlebt haben. Natürlich nach allen Regeln der Kunst würde man sagen, das ist jetzt eine so emotionalisierte Phase. Wir werden auch in eine Phase wieder kommen, wo das ein normaler, unter Anführungszeichen, politischer Austausch und damit Hickhack wird. Da ist schon die Chance groß, dass sich das wieder etwas eindampft von diesen Zahlen, wo er wirklich an der absoluten kratzt. Auf der anderen Seite sage ich Ihnen ganz ehrlich, man hat schon gesehen, und zwar in den letzten Jahren schon, seit 2017, dass es da schon ein deutliches Gefälle gibt, was jetzt die kommunikativen Fähigkeiten angeht. Und ich traue dem Sebastian Kurz schon zu, dass er auch daraus dauerhaft Kapital schlägt. Vielleicht nicht auf diesen total hohen Wert, wirklich an der Aber absoluten, über 40% aber ist der mal so oder so. Kann ich mir schon vorstellen, dass er das hält. Denn auch jetzt sieht man bei dieser Öffnungsdebatte auch, ich glaube, wenn man vergangene Woche haben wir auch schon diskutiert in Richtung Vermögensteuerdebatte, dass er einfach geschickter als andere agiert, sehr, sehr gut weiß, wie die Stimmung im Land zu lesen ist und dass er da jedenfalls nicht unbedingt sich quasi ankündigt, dass er da einen Fehler nach dem anderen macht. Mhm. Und das müsste natürlich auch passieren, wenn sich diese Werte eindampfen. So, und jetzt hat unsere Redaktion, die Herrn Hofer, aber auch mir eine Freude gemacht und eine Fleißaufgabe und das Ganze, so wie Sie das gern haben, und das haben wir so einmal im Monat und heute ist es wieder soweit, nach Zielgruppen ausgewertet und da marschieren wir jetzt ganz schnell durch. Zunächst einmal nach Geschlechtern. Die Umfrage, die Sonntagsfrage nach Geschlechtern. Wir sehen die ÖVP leicht männlich, die Grünen stark weiblich. Bei den Frauen liegen die Grünen schon bei 22%. Die SPÖ leicht weiblich, 19%. Die FPÖ und Strache männlich. No, na. Die Grünen sind überraschend, nicht? Die Grünen werden zur Frauenpartei. Ja, wobei, das ist schon grundsätzlich eine Stärke. Jetzt konnte man das natürlich unter Eva Klawischnik noch erklären. Ich fand immer, die Erklärung greift zu kurz. Man sagt, Frauen wählen Frauen und so ist es ja nicht. Aber natürlich auch mit Werner Kogler. Er hat natürlich auch starke Ministerinnen, die er versucht, da in einzelnen Bereichen nach vorne zu ziehen. Also überrascht mich eigentlich null. Das ist schon von der Zuschreibung her, wenn man überhaupt den Rot-Grün-Wert hernimmt, nicht? Da sind wir bei kumuliert 41%. Versus 33 bei den Männern. Also das ist schon dann ein ziemliches Gefälle. So, und jetzt kommt aber Überraschung oder eine kleine Sensation, zumindest in der Größenordnung. Wir haben das natürlich auch nach Alter ausgewertet.
Und siehe da, bei den 16- bis 19-Jährigen, also bei den unter 20-Jährigen, führen erstmals die Grünen, und zwar haushoch. 37%, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 37% der unter 20-Jährigen würden die Grünen wählen und damit einen grünen Kanzler. Gewaltig. Kurz kommt in dieser jungen Zielgruppe nur auf 30%. Ja, das ist immer wieder auch einer der wenigen Stacheln, muss man sagen, im Fleisch der neuen ÖVP gewesen, schon 2019, dass man gesagt hat, warum sind wir bei den Jungen nicht auch Erster? Ja? Das ist eine Schwierigkeit, der man sich sicherlich widmen muss aus Sicht der türkisen Strategen. Man ist zwar in allen anderen, wie kommt man dann dazu, ja, bei allen anderen Gruppen. Ja, schauen wir gleich darauf. Aber die Grünen haben eines schon geschafft, schon im Wahlkampf 2019, sich als Zukunftspartei insofern zu profilieren, dass man sagt, na, wir nehmen den Klimawandel, wir haben das sozusagen auf der Agenda, das treibt natürlich viele Junge um. Und insofern ist dieser Wert zwar sensationell, aber eben unter diesem Aspekt der Zukunftsgerichtetheit. Aber er ist sozusagen wirklich ein echter Trend, weil das wird jetzt Trend werden, dass die Jungen definitiv die Grünen vorne haben. In den anderen Altersgruppen schaut es dann schon ganz traditionell aus. Bei den 20- bis 39-Jährigen 37% ÖVP, 19% nur mehr Grüne. Das ist die Dekade, in der die FPÖ am stärksten ist, mit 16%, wissen wir. Junge Arbeitnehmer, teilweise ein bisschen wütend, da hat die FPÖ immer gepunktet. Bei den 30- bis 39-Jährigen auf der nächsten Grafik, wenn wir das sehen, die ÖVP bei 38%, die FPÖ immerhin noch bei 12%. Mhm. Bei den 40- bis 49-Jährigen, da dreht dann der Basti Fantasti auf, 44% bereits für Kurz. Also ab hier sozusagen kratzt Kurz dann schon langsam an der Absoluten, muss man sagen. Und auf der nächsten sehen wir dann die älteren Jahrgänge, 50 bis 59, 43% Kurz und 60 bis 69 sogar schon 45% würden ÖVP wählen. Und das zeigt auch eines, und deswegen finde ich das besonders spannend, auch was den Altersverlauf angeht, dass es natürlich nicht nur die FPÖ ist, deren Lager sich sozusagen Kurz bedient, sondern dass das durchaus auch in SPÖ-Schichten geht. Das war schon 2019 zu bemerken, und das hat die SPÖ immer wieder unterschätzt, dass Kurz versucht hat, und das nicht unerfolgreich, eine Gerechtigkeitspositionierung aufzubauen. Und deswegen glaube ich im Übrigen auch, dass er eine Form finden wird in Richtung Vermögensbesteuerung. Vielleicht heißt das Solidaritätsbeitrag oder wie auch immer. Das ist auch noch nicht entschieden, glaube ich, in der ÖVP. Aber er will in diese Zielrichtung, also diese Zielrichtung verfolgen, in diese Zielgruppen gehen, auch was die SPÖ angeht. Man muss dazu sagen, die SPÖ, Sie haben das ja schon mehrfach gesagt, war in dieser Pensionistenzielgruppe ja früher zu Faymann-Zeiten noch immer zwischen 30% und 40%. Die fällt jetzt auf 21%, das heißt, der Kurz hat denen fast 15% abgeräumt und zur ÖVP hinüber transferiert. Jetzt ganz schnell noch nach Bundesländern. Wir sehen, wäre es eine Bundeswahl, das ist die nächste Grafik, wäre es eine Bundeswahl, dann wäre die ÖVP in Wien schon ganz knapp an der SPÖ dran, 27-31 und immerhin 21% für die Grünen. Und Sie haben schon gesagt, die FPÖ stürzt in Wien völlig ab, nur mehr 6%. Und der HC Strache, wie ich schon gesagt habe, 5% in Wien. Also das ist sozusagen der Wien-Wert, den der Strache holen kann. Absolut. Und man darf ja nicht vergessen, es ist ja auch vieles, lebt ja von der Themenkonjunktur, von der Stimmungskonjunktur. Und nachdem jetzt die Wiener Wahl die nächste wirklich ganz große Schlacht ist, die da auf uns zukommt, ist das natürlich für die FPÖ eine Hiobsbotschaft, wenn es dort deutlich knapper wird. 6% bist du narrisch, würde ich sagen, oder? Also das wäre absoluter Wahnsinn. Man darf ja nicht vergessen, die kommen von 2015 mit 31%. Genau, Also es wäre eine Pulverisierung. Also das kann unmöglich das Ergebnis sein aus Sicht der FPÖ. Naja, bin ich mir nicht ganz so sicher. Sie haben ja schon gesagt, der attraktive Spitzenkandidat fehlt ja. Und deshalb ist ja keine wirkliche Logik zu sehen, warum die in Wien besser sein sollen als im Bundesschnitt. Eben, aus Sicht der FPÖ. Und deswegen ist es eben so dramatisch. Noch ganz kurz zum Rennen davor. Dieser Abstand von 4% immerhin, da ist natürlich keine Umfrage, was jetzt die Wiener Spitzenkandidaten angeht. Da kommt ja der ganze Bürgermeisterbonus Ludwig dazu. Das kommt dazu. Der wird schon auf 35-40% kommen. Davon ist auszugehen. Allerdings ist er mir jetzt in der Krise zu wenig präsent. Und zwar
für mich ganz erstaunlich, denn die Wiener Zahlen, was jetzt die Bekämpfung des Virus angeht, sind im internationalen Vergleich, auch im innerösterreichischen Vergleich, eigentlich sensationell. Ja, das sind ja 2 Drittel der Intensivbetten bei Freitag, können Sie Ping-Pong spielen in den Intensivräumlichkeiten. Ja. Ja. Also, okay. Vom Massenlager in der Messe ganz abgesehen, dort können Sie Tennis spielen sogar. Naja, ja? der Punkt ist einfach der, es ist eine Millionenstadt, fast 2-Millionen-Stadt. Ja. Wenn man das in den, also ich würde an seiner Stelle, also an Ludwigs Stelle, würde ich jede Woche 2 Pressekonferenzen machen und damit die internationalen Städtevergleiche heranziehen. Genau. Madrid, und so, wo liegt da Wien? Madrid, ja. London. Paris, London. Von New York ganz zu schweigen. Genau. Ja, und das macht er nicht. Hat ein Kommunikationsproblem, also der Herr Bürgermeister. Ja. Unverständlich, weil die Zahlen einfach wirklich, wirklich gut sind. So, und dann sehen wir, da gibt es noch ein Bundesland, wo die ÖVP noch unter 40% liegt. Das ist Kärnten. Ja. In Kärnten hält der Herr Landeshauptmann Kaiser seine SPÖ immerhin noch auf 23%. Und dann schauen wir auf die anderen Bundesländer ganz schnell. Da wird es dann wirklich zum Teil atemberaubend für Sebastian Kurz. 46% hätte die ÖVP in Salzburg und 47% sogar in Tirol. Und wenn wir sagen, sie liegt in Wahrheit wahrscheinlich jetzt schon besser als in der Umfrage, weil sich das ja ein dynamischer Prozess ist, dann liegt in Tirol mit ziemlicher Sicherheit schon über der absoluten. Erstens das und zweitens haben wir auch hier den Landeshauptmann-Bonus nicht drinnen. Und jetzt wird das von Land zu Land unterschiedlich sein, aber Sie haben völlig recht, nicht? Das sind schon unglaubliche Werte. Das sind sensationelle Werte, die man ja fast nicht fassen kann. Also eine ÖVP bundesweit gesehen an der 50%-Grenze in Tirol hat schon lange nicht gegeben. So, und genauso atemberaubend bitte ist die Kanzlerfrage und die jetzt wieder bundesweit gesehen. Die Kanzlerfrage ist dort, wo Sie eigentlich schon fast die Partei erwarten, ja. Denn in der Kanzlerfrage hat jetzt auch Research Affairs Sebastian Kurz bereits bei 50%. Das heißt, würde der Kanzler direkt gewählt werden, würde Kurz definitiv die absolute erreichen. 50% und schon wieder plus 2% in einer Woche. So ist es. Und das ist jetzt, und wenn wir jetzt dann nochmal zurückblenden zu dem, was wir vorher gesagt haben, sollte sich jetzt das bei der SPÖ wirklich wieder intensivieren, ja? Noch einmal zur Unzeit, ja, eh klar, dann wird dieses Gefälle vielleicht noch einmal heftiger, nicht? Und das ist schon gewaltig, nachdem wir werden es dann auch sehen beim Positiv-Negativ-Saldo, dass einfach da die Werte von Kurz trotz aller Kritik und durchaus legitimer Kritik, was jetzt zum Beispiel Verfassungsrechtler angeht, etc., Überwachungsgeschichte von wegen der App, da gab es Unsicherheiten, ja, all das ist völlig nebensächlich. Aber das ist schon unglaublich. Und meine Meinungsforscher, Herr Hofer, haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass das ein historischer Moment ist. Denn das ist jetzt historisch gesehen der beste Wert, den ein Kanzler in Österreich je hatte. Unter Kreisky gibt es keine vergleichbaren Erhebungen. Da waren noch andere Umfrage. Aber nach Kreisky mit Sinowatz hat es dann begonnen. Und da war Franitzky bei 48%, war der Bestwert von Franitzky. Mhm. Und den hat Kurz jetzt mit 50% getoppt. Das heißt, er liegt jetzt besser als Franitzky in seiner Glanzzeit. Das ist bemerkenswert, so wie Sie es sagen, nämlich vor allem auch deshalb, weil klarerweise die politische Landschaft insgesamt noch einmal polarisierter ist, als es damals war. Es war damals auch nicht von schlechten Eltern, nicht? Franitzky Haider war auch ein ziemlich heftiges Match, aber so wie Sie es sagen, nicht? Das ist heftig, das ist aus Sicht der ÖVP sehr, sehr gut. Und natürlich, Franitzky war damals auch dieses Großprojekt des EU-Beitritts zum Beispiel, wo es ja wirklich 2 Drittel dafür gab, damals 94, war natürlich auch noch einmal eine Geschichte, wo es auch in der Großen Koalition sehr konsensual zugegangen ist, Buseck etc., damit Schüssel ein bisschen weniger später. Dann schauen wir mal gleich aufs Politbarometer, schauen wir uns zuerst den Saldo an. Ich glaube, ich sehe es nicht richtig. 62% positiver Saldo für Sebastian Kurz, das hat es auch im Politbarometer noch nie gegeben. Unfassbar. Ja. So ist es. Und das ist eben noch einmal über dem Kanzlerwert. Nicht? Ja. Und da gibt es natürlich viele Traditionelle, die sagen, naja, ich wähle traditionell die andere Partei X. Ja. Aber man muss schon sagen, der hat sozusagen... Wir sehen gleich die Werte positiv und negativ, die Sie ja ganz bewusst immer ansprechen wollen. Deshalb habe ich sie für Sie heute auswerten lassen. Aber schauen wir uns das zuerst noch an. An zweiter Stelle Anschober. Auch sehr gut, 48%, auch wenn der Trend nach oben jetzt ein bisschen gestoppt ist. Vor allem kommt der Herr Anschober aus einer Partei, die
nicht ähnlich wie die FPÖ, das kann man nicht ganz sagen, die FPÖ ist schon eine eigene Kategorie, aber die natürlich grundsätzlich auch sehr polarisiert, ja, weil ja, relativ weit links angesiedelt. Ja. Und gemessen daran ist das ein phänomenaler Wert. Ja. Auch das der Wert Mitte ist sehr gut. Da sind ja zumindest auch alle ÖVP-Wähler für ihn, aber wahrscheinlich auch sehr viele SPÖ-Wähler. Der Van der Bellen bei 40%, den hat der Anschober überholt. Ganz knapp am Van der Bellen schon daran der Innenminister Nehammer, auch sensationell, 37%. Und der Kroger mit 34%. Ist wirklich sensationell, oder? Das ist sensationell und natürlich vor allem, aber nicht nur, erklärbar klarerweise mit dem Management dieser Corona-Krise. Nicht? Das ist etwas, wo man weltweit sieht, selbst bei Regierungen, die das nicht gut managen, dass es da einen gewissen Rückenwind gibt für Regierende, ja, weil es einen gewissen Schulterschlusseffekt gibt und sagt, wir müssen das jetzt gemeinsam managen. Aber in Österreich wurde es grundsätzlich noch einmal gut gemanagt auch noch. Und das ist natürlich ein großer Punkt in der Erklärung dieser Werte. Und im Mittelfeld will ich auf jemanden aufmerksam machen, wo der Herr Hofer schon mehrfach gesagt hat, wo ist er denn, wo ist er denn? Der Gernot Blümel, wo sie gesagt haben, wie gibt es das, dass ein Finanzminister so schlecht performt? Aber jetzt läuft er sich offenbar warm, denn in einer Woche hat er plus 4%, ist auf 16% gestiegen, hat jetzt eigentlich den Löger-Wert erreicht. Nur mittlerweile sind die anderen so gut, dass er mit dem Löger-Wert nichts mehr reißt jetzt im Direktduell, aber ist jetzt bei plus 16%. Das heißt, der kommt jetzt schon langsam Richtung Wien-Wahlkampf auf Touren offenbar. So ist es, muss er auch. Und natürlich seine große Stunde kommt erst noch. Jetzt haben wir zwar die ersten Rettungspakete mit unfassbaren 38 Milliarden und wahrscheinlich oder sicher werden es noch mehr. Aber da wird natürlich für ihn kommt der große Moment dann, wenn hoffentlich bald einmal diese immanente Gesundheitskrise bewältigt ist, wenn es darum geht, dann wirklich die Wirtschaft wieder zu beleben und da nach vorne zu bringen. Da wird es ganz, ganz stark auch eine Rolle sein, die er ausfüllen wird müssen. Und das kann durchaus im Wien-Wahlkampf dann auch eine Chance sein für ihn. Und da kann er diese Bühne, die ihm die Bundesregierung und die zentrale Position des Finanzministers bietet, natürlich potenziell schon nutzen. Also in dieser Woche Kurz, Kroger, Fassmann und Blümel im Hoch, könnte man sagen, hat ungefähr mit den medialen Auftritten zu tun. Nicht? Ganz sicher. Könnte man sagen. Ja, und Fassmann ist aufgetaucht, ja. Blümel ist aufgetaucht und zack, geht's nach oben. Und also nicht nur mit der medialen, mit der Präsenz, sondern auch mit der Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung. Das ist ja, also grundsätzlich schauen die Leute mal viel fern, klar, aber es ist in diesen Zeiten das Informationsbedürfnis, durchaus auch das Sicherheitsbedürfnis im Sinne dessen, habe ich das Gefühl, dass die Herrschaften, die mir das da erklären, die Geschichte, haben die das im Griff oder nicht? Das ist ein Gefühl, nicht? Das ist jetzt natürlich noch mal dramatisch ausgeprägter. Also man sieht das an Einschaltziffern, natürlich auch an dem, wie mit Kritik umgegangen wird, das darf man da nicht vergessen. Ja? Die wird jetzt natürlich gerne mal vom Tisch gewischt und gesagt, na, kommt's mir da nicht mit irgendwelchen verfassungsrechtlichen Petitessen. Die sind sehr wichtig, das ist auch mir wichtig zu sagen, aber bei den Leuten kommt das derzeit nicht an. Da kommt man nicht durch. Also je mehr einer auftritt und je mehr einer hergibt, jetzt der Blümel, umso besser ist der Wert, könnte man sagen. Und je klarer die Botschaft ist und je stärker die ist, desto besser ist es. Es ist natürlich, es bleibt eine Gratwanderung. So einfach ist das nicht. Denn natürlich gibt es auch in vielen Bevölkerungsgruppen nicht nur die Angst vor Corona, sondern es gibt jetzt zunehmend die Angst vor Jobverlust, vor Permanentem, vor dieser Kurzarbeitsgeschichte insgesamt, was das ökonomische Fortkommen, das eigene angeht. Und vor allem Absturz, und da kommt jetzt natürlich auch der Finanzminister ins Spiel. Genau. Muss man sagen. Und deswegen sage ich, da wird seine Rolle wird jetzt in Zukunft natürlich und noch einmal. Und jetzt schauen wir geschwind auf die hinteren Ränge, wenn man mal so sagen darf, auf die billigeren Plätze in diesem Politparlament. Also auf die nächste Grafik. Und da sehen wir auch, die Frau Wirtschaftsministerin legt 3 Prozentpunkte zu, genauso wie Sie sagen. Also jeder, der jetzt mit Job und Geld und Arbeitsplätzen zu tun hat, punktet. Und wie sie schon gesagt hat, man möchte derzeit alles sein, nur nicht Oppositionspolitikerin. Die arme NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger fällt zum ersten Mal ins Minus. Die weiß wahrscheinlich gar nicht, wie ihr geschieht, weil die war ja schon bei plus 20, plus 25 Punkten. Jetzt ist sie auf minus 3. Die Rendi Wagner, trotz ihrer vielen Auftritte, kommt nicht weiter. Minus 3 und insgesamt minus 18. Und auch Norbert Hofer, der FPÖ-Chef, kriegt noch einmal minus 4 Punkte drauf und ist schon bei minus 25. Also alle drei Oppositionschefs auf den letzten 3 Plätzen, die können an Leitern, muss man sagen. Das ist richtig und vor allem, es ist eine Situation, wo sie es, nämlich die genannten Herrschaften, nicht richtig machen können. Denn wenn sie weiter bei diesem viel zitierten nationalen Schulterschluss propagiert von der Regierung bleiben, na, dann kommen sie nicht vor.
gingen sie schon langsam, und das tun sie jetzt natürlich, auf Opposition, das, was ihre Aufgabe ist, und das ist auch richtig so, und versuchen, Kritikpunkte festzumachen, dann wird es ihnen von der Bevölkerung, siehe Umfrage, nicht gutiert, wenn man sagt, na, jetzt keifen die da herum in dieser Ausnahmesituation, wo soll denn das? Mhm. Also das ist etwas, was man aktuell als Opposition kaum richtig machen kann. Und jetzt schauen wir nochmal zum Schluss ganz kurz auf die Zahlen, die diesem Saldo zugrunde liegen. Mhm. Also was ist die Positivbeurteilung, was ist die Negativbeurteilung? Und da zeigt sich jetzt natürlich dieser Riesenvorteil der Regierung in den Corona-Zeiten. Es gibt fast keine negativen Stimmen. Ich kenne überhaupt keinen Kanzler in Europa, der so wie Sebastian Kurz nur 11% Negativbewertung hat, aber 73% positiv. Also für diesen Wert würde der Macron nach Wien pilgern wahrscheinlich, nehme ich an, oder? Und ja, die Merkel auch gleich mit, würde ich sagen. Und weiter, ja, wahrscheinlich, ja. Nein, Sie haben vollkommen recht. Das ist auch im internationalen Vergleich gewaltig. Wie gesagt, einerseits natürlich, es ist ein gutes Management der Krise, aber es zeigt natürlich auch die grundsätzliche Positionierungskraft, die ÖVP vor allem entwickelt hat. Aber noch einmal, es gibt durchaus die grünen Vertreter, haben das bislang nicht schlecht gemacht. Genau, also, das kommen wir gleich dazu. Aber zum Kurz muss man sagen, den haben ja, Sie haben das vorher schon gesagt, das muss man ja dieser Zahl zugrunde legen, nur unter Anführungszeichen 37% gewählt. Ja, mhm. Und demzufolge also 63% nicht gewählt. Und von den 63%, die den Kurz definitiv nicht gewählt haben und die dafür ja wohl einen Grund gehabt haben, sind derzeit nur 11% nicht mit ihm zufrieden. Das ist unglaublich. Eben. Und deswegen, ja, und das heißt nichts anderes, als dass er eben weit und tief in Kernwählerschichten auch natürlich der anderen Parteien reinstrahlt. Das heißt noch nicht, dass die ihn wählen, da darf man sich bei der 73 eben nicht täuschen, haben wir vorher die Werte gehabt, was jetzt die Wahlabsichten angeht, aber es ist eine ganz gefährliche Situation für diese Parteien, weil die sehen, dass er einfach mit seiner Art der Kommunikation gefährlich wird, und zwar fast egal, wie eng die Bindung jetzt da an die einzelnen Wählergruppen der anderen Parteien ist. Und dann kommen wir zur Sensation Anschober, Sie haben das ja schon angesprochen, da muss man ja bedenken, dass den überhaupt nur, was waren die Grünen, 16%, glaube ich? Nein, 13,8. Also 13,8, also 14% gewählt haben. Ja. Derzeit würden ihn 19% wählen, aber der hat 61% Zustimmung. Es gibt keinen grünen Politiker der Welt, der diese Werte hat. Ne? Sie haben völlig recht, nur eine kurze Korrektur, der Anschober ist nicht mehr angetreten zur Wahl. Ja, nicht. Er war damals natürlich ein bisschen präsent mit seiner Flüchtlingsinitiative und so, wo ihm gelungen ist, ein paar aus dem ÖVP-Wirtschaftsbereich rauszubrechen, aber der Spitzenkandidat war natürlich Wähler Kogel. Aber auch sensationell, 56%. Ich wollte gerade sagen, aber das Interessante, was ich da, ich will jetzt kein Match herbeireden, Anschober-Kogler, sicher nicht, aber mit Anschober ist jetzt eine Marke da bei den Grünen, die sich auch, und das ist spannend in diesen Tagen zu sehen, denn wir dürfen nicht vergessen, es gibt natürlich Konflikte in dieser Regierung, auch jetzt in der Corona-Krise, wie man es angeht, wie man was macht. Und Anschober versucht sich da jetzt leicht anders zu positionieren als Kurz. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was jetzt die verfassungsrechtliche Kritik an den Gesetzespaketen angeht, hat der Kurz gesagt, danke, weiter im Text, das ist jetzt nicht wichtig. Der Anschober beruft irgendeinen Beirat ein mit dem ehemaligen Vizekanzler Jablona etc. etc., versucht auf diese kritischen Zielgruppen zusätzlich einzugehen. Und insofern ist das jetzt schon ganz spannend, wie er sich da positioniert. Da haben Sie völlig recht. Und vor allem, man muss schauen, der Anschober polarisiert viel weniger als der Kogler. Ja. Nur 13% sehen den Anschober negativ, 22% den Kogler. Das ist in Zeiten wie diesen, wo alle hinter der Regierung stehen, noch relativ viel, auch wenn es natürlich absolut ein super Wert ist. Und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Treppenwitz der Geschichte. Entschuldigung, diese Anmerkung sei mir erlaubt in der Frage. Es ist ja wirklich fast absurd, als die Grünen nämlich de facto dieses Thema Gesundheit geerbt haben bei den Regierungsverhandlungen. Das wollten die ja nicht. Die haben keine Gesundheitsexperten gehabt. Die haben gesagt, na, Gesundheit, okay, nehmen wir es halt dazu, ist ein Anhängsel beim großen Sozialressort. Der Anschober wollte das gar nicht haben, muss man dazu sagen. Er war auch nie der Gesundheitspolitiker. So, viel Arbeit kriege ich wieder Burnout, wo jetzt ja die Gefahr durchaus besteht. Ich weiß nicht, ob er so gesagt hat, aber natürlich war das Sozialressort der große Kuchen, den man gesehen hat. Und das Gesundheitsressort hat man halt mitgenommen. Nicht? Das war ein Anhängsel. Und dass das jetzt ins Zentrum rückt, konnte niemand ahnen, konnte niemand wissen. Aber, und das ist jetzt auch eine generelle Anmerkung, man sieht beim Herrn Anschober, in Richtung Kommunikation jedenfalls, die fachliche Expertise ist was anderes, dass sich ein guter Politiker, der lange genug auf der Bühne steht, der das gelernt hat, das Geschäft, in jeden Bereich einarbeiten kann.
und dann kompetent wirken kann. Weil es immer wieder heißt, naja, ist der jetzt Experte oder die Expertin bei dem und dem Politikbereich? Ein guter Politiker muss das können, sich in unterschiedliche Bereiche einzuarbeiten. Na, ist spannend. Auf jeden Fall, diese Werte sind sensationell. Schauen wir noch kurz auf die zweite Hälfte. Da sehen wir natürlich, dass die roten Zahlen bei den Oppositionspolitikern ganz anders auszacken. Allerdings auch nicht so dramatisch, aber sie haben einfach ganz wenig Zustimmung. Ja. Selbst Randy Wagner hat nur 23% Zustimmung. Das ist mit Ach und Krach nicht einmal ihr Parteiwert derzeit. Ja. Sie sind, die Oppositionspolitiker fast gesamthaft genommen, ob sie es wollen oder nicht, fast auf die Zuschauerbänke verbannt aktuell. Die Regierung hat da das Heft des Handelns in der Hand und das muss man in solchen Krisenzeiten auch machen. Ja. So, lieber Thomas Hofer, da sind wir jetzt ordentlich in Schwitzen gekommen bei dieser Umfrage. Kurze Werbepause, ein Schluck Wasser und dann tun wir weiter. Wie bewerten die Österreicher die Corona-Krise dann noch ganz rasch, also ein Da Capo, wenn wir den Thomas Hofer schon im Studio haben. Wie bewerten die Österreicher die Corona-Krise und wie bewerten sie die Leistung der Regierung in der Corona-Krise? Wir sind gleich wieder da. Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche. Ja, Thomas Hofer ist im Studio, das freut mich sehr, denn wir analysieren die aktuelle Umfrage und die ist unglaublich, wir haben das ja gerade mitbekommen, da stellt sich aber ja teilweise die Zehennägel auf. Sebastian Kurz bereits bei 50% Zustimmung als Kanzler, die ÖVP selber fährt auch irgendwie Richtung 44-45%, noch ist sie bei 41, aber jeder ist sich schon sicher, da kommt jetzt noch was dazu und die Oppositionsparteien können einem leid tun und deshalb die Frage, jetzt als Erste, wie zufrieden sind Sie mit der ÖVP-Grün-Regierung? Eine ganz spannende Frage. Da hatten wir ja 56-60% Zustimmung bei Türkis-Blau und dann auch am Anfang von Türkis-Grün. Aber siehe da, jede Krise hat natürlich Gewinner und der Gewinner ist eindeutig Türkis-Grün, denn die liegen jetzt bei 76% Zufriedenheit. Na servus, würde ich sagen, oder? Das ist, glaube ich, ziemlich exakt, ja, was das trifft. Man darf vor allem eines nicht vergessen, die beiden sind zusammen, noch im September vergangenen Jahres, auf einen gemeinsamen Wähleranteil von gerade mal über 51% gekommen. Das heißt, sie haben de facto, das ist jetzt noch keine Wahlgeschichte, schon klar, aber trotzdem, was das Zutrauen und die Zufriedenheit angeht, da 50% draufgelegt. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Nicht? Wir reden oft über ein Prozentpunktel auf oder ab nicht? Und müssen aufpassen, dass wir da nicht die Schwankungsbreiten übersehen. Ja, das ist oft nicht wirklich signifikant. Das ist ganz sicherlich signifikant. Das ist jenseits jeder Schwankungsbreite. 76% Zustimmung für eine Regierung. Ich glaube, das gibt es außer möglicherweise die gefälschten Umfragen in Ungarn, sonst nirgendwo derzeit in einem EU-Land, muss man dazu sagen. Wir gehen jetzt ganz schnell die verschiedenen Zielgruppen durch, die der Thomas Hofer sich gerne anschaut und die er uns dann vielleicht summarisch analysiert. Ich sage es nur ganz kurz. Wir sehen bei der Geschlechteranalyse auf der nächsten Grafik natürlich wieder das, was sich eh schon abgedeutet hat, einen klaren Überhang der weiblichen Wähler in der Zufriedenheit, die sind schon bei 81% Zufriedenheit. Ja, was insofern bemerkenswert ist, als sich das natürlich nicht ganz deckt, damit man hat zwar bei den Grünen eben den Überhang der weiblichen Wähler, bei der ÖVP nicht so. Der Punkt ist, dass natürlich auch Frauen viel stärker auch auf diese Krisensituation reflektieren. Kommen wir dann gleich, weil da wird es überhaupt dramatisch. Ja. Aber da sind schon 81% der Frauen zufrieden. Wir sehen bei den Jungen eine noch höhere Zustimmung zu dieser Regierung. Das hat es ja überhaupt noch nie gegeben, weil normalerweise kriegt ja jede Regierung von den Jungen nochmal ordentlich Tätschen. Und diese Regierung liegt bereits bei 83% Zustimmung bei den Jungwählern. Das ist überhaupt noch nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass sowas überhaupt schon je gegeben hat. Nein, also ich glaube nicht. Weil ja, normalerweise gehst du als Junger gegen eine Regierung auf die Straße. Siehe Fridays for Future etc. Ja. So ist es. Jetzt gab es natürlich bei den Jungen, ich meine, muss man immer schauen, welche Jungen, natürlich hat die FPÖ auch bei Jungen auch Anhänger, aber grundsätzlich natürlich einen positiven Schub gegeben, was die Regierung
Regierungsbildung angeht grundsätzlich, weil eben viele Grüne da auch hingehören. Aber es ist schon ein phänomenaler Wert. Also unglaublich, mehr als 4/5. Unglaublich. Ist also Jungwähler zu 83% Fans dieser Regierung. Etwas weniger positiv ist es bei den 20- bis 29-Jährigen. Das sind nur unter Anführungszeichen 70%. Also das ist unterdurchschnittlich. Und dann genauso ist es bei 30 bis 39 auch da derzeit nur, wenn ich das zusammenrechne, 71% zufrieden. Und dann bei den 60 bis 69-Jährigen sind 76% zufrieden. Allerdings der höchste Prozentsatz an sehr zufriedenen, 38% der Pensionisten sind sehr zufrieden mit der Regierung. Ja, und ich glaube, dass das ja auch, und das war ja auch immer wieder der Vorwurf auch in Richtung ÖVP, das ist die Wirtschaftspartei, die schaut nicht auf das Soziale etc. Also das wurde ja schon auch konterkariert durch diese Maßnahmen. Durchaus mit heftigen wirtschaftlichen Folgen schon klar, aber nach diesem ganz klaren Fokus eben jetzt auf die schützenswerten Bevölkerungsgruppen, wo natürlich gerade die Pensionistinnen und Pensionisten dabei sind oder den Löwenanteil stellen, hat dann natürlich, haben Kurz und Co. dann noch einmal zusätzlich gepunktet. Dann schauen wir kurz in die Bundesländer. Da haben wir kurz Kärnten und Salzburg beispielhaft nur und wir sehen, überall liegen da die Werte über 80%, 85% im rot regierten Kärnten und 84% in Salzburg. Das werden wir dann später noch ein bisschen detaillierter sehen, wenn die Frage nach der Corona-Regierung ist, da haben wir das jetzt auch für Tirol dann noch, da kommen wir auf 76%. Wir werden dann sehen, dass die Zufriedenheit ein bisschen mit der Frage, von der Frage abhängt, wie gut performt das Bundesland in der Corona-Krise. Also Tirol deutlich weniger Zufriedenheit, als das Kärnten zum Beispiel hat, obwohl das eine rot und das andere schwarz ist. Mhm. Und dann sehen wir noch für Wien und die Steiermark, aber selbst im rot regierten Wien sind, wenn ich das richtig zusammenrechne, 73% mit der Regierung zufrieden und in der Steiermark sind 76%. Und dann haben wir das auch noch ganz kurz nach dem sozusagen Bildungsgrad. Und da sehen wir, dass zum Beispiel die Zustimmung bei Leuten mit Matura und Hochschule besonders hoch ist, mit jeweils 75%. Auch interessant, weil das ja normalerweise die regierungskritischen Zielgruppen sind, wo ja eine Regierung in dem Sinne gar nicht so super punktet. Ne? Und dann haben wir, wie lange werden die Maßnahmen in vollem Umfang aufrechterhalten bleiben, die Corona-Maßnahmen? Bin gespannt, was die Österreicher hier sagen. Schauen wir mal auf die nächste Grafik, die wir haben. Dauert noch ein bisschen. Wenn wir andere Grafik haben, spritzt uns die andere zu. So, das ist eh die spannendere Frage zwischendurch, nämlich wie zufrieden sind Sie mit der ÖVP-Grün-Regierung bei der Bekämpfung des Coronavirus? Mhm. Das ist ja noch spannender als die Zufriedenheit generell. Und wir sehen, da ist der Wert noch höher. 76% war er bei der generellen Zufriedenheit und hier ist er über Österreich drüber bei 81%. Haben wir das auch nach Zielgruppen? Schauen wir mal kurz. Ja, auch da ist es bei den unter 19-Jährigen schon bei 90%, also besser geht nicht mehr, muss man sagen. Fast schon Nordkorea. Ja. Dann bei den 20- bis 29-Jährigen wieder deutlich skeptischer. Und bei den über 60-Jährigen, da sind wir auch schon bei 84%, ist auch schon fast nordkoreanisch, um mit Thomas Hofer zu sprechen. Ja. Also sowohl die ganz Jungen als die Pensionisten sind echte Regierungsfans. Jetzt ist natürlich diese Corona-Krise, es ist ja auch heute in diesen Tagen, ja, muss man sagen, ist ja das 100-Tage-Jubiläum-Regierung. Ja. Ne? Mhm. Natürlich ist gefühlt aus Sicht der Bevölkerung das alles Dominierende die Corona-Krise. Und wenn man es jetzt speziell auf Richtung Corona fragt, ist das natürlich noch einmal höher. Davor gab es ja zig Konfliktthemen in der Regierung. Man hat zwar gesagt, so britisch zurückgelehnt, let's agree to disagree. Also geben wir halt zu, dass wir nicht einer Meinung sind bei ganz vielen Themen, von der Seenotrettung bis hin zum EU-Budget etc. etc. bis hin zum Justizbereich. Gab es ja wirklich zahlreiche Themen, die sehr konfliktreich waren. Aber das alles ist eben nach diesen 100 Tagen so überschattet, so dramatisch von den Ereignissen der Corona-Krise, dass eben auch dieser gesamthafte Wert der Zufriedenheit damit nach oben gezogen wird. Und das Spannende, Thomas Hofer, ist ja der internationale Vergleich.
Weil in Deutschland ist das derzeit 50-50. Mhm. In Frankreich überwiegen die Regierungskritiker, die sagen, der Macron macht es schlecht. Und in Amerika überhaupt, da fällt der Trump schon auf 40% und nieder in der positiven Zustimmungsrate zu seinem Handling der Corona-Krise. Das heißt, Österreich dürfte da wirklich ziemlich führend sein, was die Regierungsbewertung anbelangt, weltweit. Das ist ganz sicherlich, sind wir da weit vorne. Es ist natürlich auch so, dass die Zahlen, wie sie sich bei uns entwickelt haben, ja dramatisch weniger, also falsch formuliert, deutlich weniger dramatisch sind als anderswo. Nicht? Das muss man auch dazu sagen. Jetzt rennt die Regierung vielleicht trotzdem in ein gewisses Paradoxon und wir mit ihr. Das Paradoxon ist wie, je besser die Zahlen sind, je besser die österreichischen Zahlen sind, desto eher gibt es vielleicht im Nachhinein Kritik, wenn man sagt, na, war eh nicht so schlimm, wie wir alle gesagt haben. Ja. Aber trotzdem, dieser internationale Vergleich, den Sie gerade zu Recht angezogen haben, der ist natürlich immer ein Fundus an Argumentation für die Regierung, zu sagen, und genau deswegen haben wir das so streng gemacht. Es bleibt trotzdem kritisch, also man muss schon aufpassen, auch in der Regierung, dass das nicht kippt. Warum? Man darf den Zeitpunkt nicht übersehen, aber bis jetzt gibt es keine Anzeichen, dass man es jetzt dramatisch hinausschiebt. Eben wieder die Öffnung in die Wege zu leiten. Mhm. Denn natürlich leiden die Menschen darunter, dass die Schulen nicht geöffnet sind, die Kindergärten nicht geöffnet sind, dass es natürlich diese ökonomisch heftigen Einbußen gibt. Die sind aber nicht nur in Österreich entstanden. Aber das Komische ist, dass das nicht sozusagen sich in den Umfragen derzeit widerspiegelt. Man reagiert ja auch. Die Leute motschkern ja teilweise. Nein. Ist ja nicht so, dass nicht kritisiert würde. Ja? Das ist richtig, aber es ist alles, und das ist das ganz Wichtige. Die ganz wichtige Währung ist es nachvollziehbar? Ist es sozusagen etwas, wo man sagen kann, okay, ja, wir wissen, warum das so ist, es gefällt uns nicht, aber es war notwendig, man hat das besser gemacht als in anderen Ländern, aber natürlich, je länger das dauert und je stärker auch die finanziellen auch eigenen Einbußen sind, desto eher muss man eben genau wieder auf diese Gratwanderung achten. Bislang macht das die Regierung auch in diesem Bereich ganz gut, finde ich, aber es bleibt da weiterhin kritisch. Also was ich damit sagen will, ist, wenn jetzt Fehler beginnen würden, ja, zeichnet sich noch nicht ab, aber dann können sich natürlich auch diese Zahlen wieder relativieren. Schauen wir noch geschwind auf die Detailwerte, die wir noch haben. Ich glaube, wir haben es auch hier nach Bundesländern. Schauen wir mal, was da noch kommt. Jawohl. Und da sehen wir, dass die Bundesländer, die Corona-Probleme haben, die sind mit dem Handling der Regierung deutlich weniger zufrieden als diejenigen, die weniger Probleme haben. Also zum Beispiel Oberösterreich, das ja lange Zeit auf Platz 2 der Infektionen gelegen ist, ist mit 77% deutlich weniger zufrieden als Salzburg, das 87% Zufriedenheit hat. Und wir sehen es gleich, wenn wir auf die nächste sehen, Tirol, noch klarer. Tirol hat also nur 81%. Das ist zwar ein relativ guter Wert, muss man sagen, aber verglichen mit dem Wert, den es bei der generellen Zufriedenheit hatte, nämlich fast 90%, ist der Wert niederer. Ja? Also man sieht schon, das hat ein bisschen mit der Corona-Performance zu tun. Nächste Grafik. Da sehen wir Wien, da sind es 82%, also überraschenderweise sogar mehr als in Tirol, das ja eigentlich ein sehr ÖVP-treues Bundesland ist. Aber jetzt komme ich wieder zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe, in Richtung Ludwig. Ja. Die Wiener Zahlen sind auch gerade im internationalen Schnitt wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ich glaube, Wien der sind kann, der müsste ja eigentlich diese Zahlen auch für sich ins Tor schießen. Ja, eben. Kann er derzeit nicht. Eben, tut er auch nicht, versucht er nicht einmal. Das Hacker ist präsent, aber Ludwig weniger. Und das ist deswegen besonders bemerkenswert, weil ich glaube auch, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auch im österreichischen Schnitt, was jetzt pro Kopf infizierten Zahlen angeht, ist Wien, glaube ich, auf dem sensationellen 7. Platz. Ja, also sehr weit hinten. Ja, klar. So, schauen wir auf die nächste Grafik, bitte. So, und das ist jetzt das Ganze noch nach Geschlechtern. Und auch da sehen wir, Sie haben das ja schon angesprochen, Herr Hofer, die Frauen sind deutlich zufriedener als die Männer, weil die Frauen einfach bei diesem Thema viel mehr sensibilisiert und viel mehr türkisgrün sind als die Männer. Bei den Männern sind da einige FPÖler dabei, könnte man sagen. Und wir sehen, dass also zum Beispiel bin eher nicht zufrieden, bei den Männern 18%, bei den Frauen nur 9% ist. Und wenn man das zusammenrechnet, sind bei den Männern immerhin 25% nicht zufrieden, ja, bei den Frauen aber nur 13% nicht. Also die Frauen sind eigentlich die Fans dieser Regierung. Schauen wir, was die nächste Grafik ist, bitte. Und da ist die Frage, welche Maßnahmen belasten die Österreicher derzeit am meisten? Wir haben das nach Alterszielgruppen und das ist durchaus interessant, weil da gibt es völlig unterschiedliche Werte. Die Jungen, die unter 19-Jährigen sind, haben natürlich nur ein Thema, die sind von der Schließung der Schulen und der Kindergärten am meisten betroffen.
58% von denen sagen, das betrifft mich am meisten. Ja? In den anderen Zielgruppen ist es ganz anders. Da ist es so, dass die, also bei 20- bis 39-Jährigen, bei den Werktätigen, ja, ist die Schließung von Geschäften mit Abstand die größte Sorge. An zweiter Stelle kommt das Reiseverbot. An dritter Stelle die Schließung der Restaurants. An vierter Stelle erst, überraschend, der Verlust des Arbeitsplatzes. Ja. Und dann schon die Absage von Hochzeiten und Begräbnissen und an vorletzter Stelle Sportveranstaltungen, an letzter Stelle Krankenhausbesuch. Während den Jungen ist überraschungsweise, weil man doch sagt, das ist die Shopping- und die McDonalds-Generation, ja, das Shoppen und die Restaurants und Lokale, sprich der McDonalds oder der Wirt am Eck, eigentlich ziemlich Schnuppe. Ja? Das ist natürlich die persönliche Betroffenheit, wundert mich null. Es wird sich aber auch in diesen, bei diesen Werten natürlich in den nächsten Wochen, und das haben Sie ja vorher angesprochen, das ist jetzt eine Woche alt, gab es seither schon Öffnungen in Teilbereichen. Das wird jetzt fortgesetzt. Das heißt, das wird sich in den nächsten Wochen natürlich noch deutlich verschieben. Ja. Schauen wir gleich auf die nächste Grafik. Auf die nächste Grafik. Da geht es nach den älteren Altersgruppen. Und da sehen wir auch, dass den 30- bis 39-Jährigen, das ist die klassische Elterngeneration, nicht? Da hast Kinder, auch die Schließung der Schulen und Kindergärten das größte Problem ist, nach der Schließung der Geschäfte. Ja, also das sind die zwei großen Probleme, klar, die diese Zielgruppe 30 bis 39 hat. Weil es um die Betreuungsfrage geht, nicht? Ja. Das Homeschooling ist ja so einfach nicht zu bewerkstelligen. Während unsere Pensionisten Gott sei Dank selig sind, die haben einerseits die Schließung der Geschäfte als größtes Problem und auf Platz 2, man glaubt es kaum, das Reiseverbot. Ne? Die wollen halt jetzt nach Mallorca fahren und ihre goldene Pension genießen. Das hätte doch auch niemand gedacht, dass diejenigen, die mit dem Reiseverbot das größte Problem haben, die 60- bis 69-Jährigen, also die über 60-Jährigen sind. Für die ist das Reiseverbot die größte Problematik. Spannend. So, das war also der Blick, was betrifft die Österreicher am meisten. Es ist die Schließung der Geschäfte und das Reiseverbot bei den Älteren und es ist die Schule bei den Jüngeren. So, das war also diese Grafik. Gehen wir auf die nächste bitte noch rasch. So, das ist jetzt nach Geschlechtern und da sehen wir natürlich auch, Schließung von Schulen und Kindergärten betrifft die Frauen am ärgsten. Und man hält es kaum für möglich, die Männer regen sich am meisten über die Schließung der Geschäfte auf. Da ist offenbar um die Baumärkte und den Mediamarkt gegangen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat sich das jetzt in dieser Woche schon ein bisschen relativiert. Unglaublich, während die Frauen also natürlich ihr größtes Problem damit haben, dass Schulen und Kindergärten geschlossen sind. Die Schließung der Geschäfte regt komischerweise nur 34% der Frauen auf. Nächste Grafik bitte noch rasch. Und das ist die Frage, haben Sie Angst um Ihre persönliche wirtschaftliche Zukunft? Ist deshalb spannend, weil wir sehen, dass bei den 16- bis 19-Jährigen fast die größte Angst vorhanden ist, weil immerhin 53% insgesamt dieser Jungen haben Angst und bei den 30- bis 39-Jährigen sind es 59% die Angst. Ja, also schon mehr, aber trotzdem ist es natürlich klar, bis zu einem gewissen Grad, wenn man schon berufstätig ist, wenn man schon weiß, wie schwierig das doch schon im Umfeld davor war, dass da die Angst relativ groß ist. Nicht? Also da wissen wir auch wirklich nicht, welches dicke Ende da noch nachkommt. Mhm. Denn das ist ja auch, und das vergessen wir gerne in dieser Geschichte, nicht? Dass man sagt, na, Österreich macht jetzt eh wieder auf. Das ist schon fesch, aber die österreichische Wirtschaft ist dramatisch exportorientiert. Und das ist also nichts, was man allein in Österreich lösen kann, sondern das sind internationale Lieferketten, Zulieferindustrie etc., eben die gesamte Exportorientierung. Also das wird schon ein heftiger. Also diese Grafik am Schluss unserer Runde, lieber Herr Hofer, die sagt uns, die Österreicher haben schon wirklich Angst um ihren Arbeitsplatz. Das heißt, 59% der Arbeitszielgruppe, die im Arbeitsmarkt ist, hat Angst um ihre persönliche Zukunft. Das ist enorm viel. Das mehr ist, als ich gedacht hätte. Ja? Also es ist so dramatisch, haben sich die Arbeitslosen und eben auch die Kurzarbeitszahlen entwickelt, dass das eigentlich keine Überraschung ist. Es ist nur dramatisch, die Entwicklung natürlich von vor der Krise zu jetzt. Völlig klar. Und das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Das ist die nächste Gratwanderung für die Regierung, dass man eben dann das
Gefühl vermittelt und natürlich auch die Fakten sich entsprechend entwickeln, aber wohl nur eher langsam, dass man sagt, okay, und wie machen wir jetzt da quasi den Wiederaufbau? Ja, ich will jetzt da nicht zu sehr in Richtung der 40er, 50er Jahre gehen, aber natürlich ist das schon eine Botschaft, wo man sagt, wir müssen das wieder aufbauen. Da, glaube ich, kommt eben auch rein ganz, ganz stark eine Verteilungsfrage dann in der Bewältigung der Krise. Darauf wird die Regierung auch eingehen müssen und wird sie wohl auch machen. Also da wird es deutlich polarisierter dann in der Aufarbeitung der Krise. Das ist dann natürlich auch eher wieder eine Chance für die Opposition vorzukommen. Immer vorausgesetzt, dass diese immanente Gesundheitskrise irgendwann bewältigt werden kann. Vielleicht müssen wir darauf warten, dass es Medikamente und dann später eine Impfung gibt. Das kann sein. Aber das wird natürlich kommen, früher oder später. Wollte ich gerade den anerkannten und geschätzten Politikexperten fragen, was heißt denn das, wenn 2/3 der Österreicher, sprich 59%, Angst um ihre wirtschaftliche Zukunft haben? Das ist ja explosiv eigentlich. Ne? Das ist also in Normalzeiten wäre das ein Wahnsinn. Das wischt jede Regierung weg natürlich. Ne? Im Übrigen auch, was jetzt vorher die USA angesprochen haben, das ist auch ein ganz, ganz massives Alarmzeichen natürlich für Donald Trump. Viele, die sagen, Trump kann sich die Wiederwahl abschminken bei 2,2 Millionen Arbeitslosen. Stetigen Indikatoren, muss man sagen, in amerikanischen Präsidentschaftswahlkämpfen, wie zufrieden ist man mit der wirtschaftlichen Entwicklung etc. Also das ist schwierig für ihn. Dennoch würde ich sagen, jetzt auf Österreich zurückkommend, das ist jetzt sozusagen einerseits schon eine Gefahr, wenn sich das nicht irgendwann ändert, ja? Aber gerade in solchen dramatischen Krisensituationen ist es natürlich auch so, dass man sagt, an wem orientiere ich mich, wem traue ich das am ehesten zu? Das heißt, die Kompetenzzuschreibung, wer kann das Land am ehesten aus der Krise wieder rausbringen, das kann durchaus diese Zahlen, die wir vorher im ersten Teil vor allem referenziert haben, seitens der Regierung noch einmal verfestigen. Und ich darf Sie jetzt natürlich nicht aus dem Studio lassen, ganz am Schluss, ohne Sie zu einer praktisch Zukunftsprognose zu vergewaltigen. Ja? Das ist natürlich das, was ein Politikberater am unliebsten oder am absolut widerwilligsten macht. Wie glauben Sie denn, wird es so in 2-3 Monaten, wenn wir da durch sind, irgendwie oder auch irgendwie nicht, wie wird es dann ausschauen? Wird der Kurz da einen einsamen Höheflug mit jenseits von 50% haben oder wird der wirtschaftliche Crash, dieses an die Wand fahren, so kräftig sein, dass da eine FPÖ und ein Strache wieder ins Rennen kommen? Das glaube ich nicht. Also die zweite Variante, dass da die FPÖ und Strache jetzt groß ins Rennen kommen, also jedenfalls nicht in dieser Frist, die Sie genannt haben. Ich weiß natürlich auch nicht, wie sich es entwickelt, aber ich kann nur hergehen und sagen, was sieht man an strategischer und kommunikativer Kompetenz in diesen Tagen und Wochen? Und da zeigt sich schon, dass die Regierung sehr genau darauf schaut, wie sich die Stimmung entwickelt, dass sie eben schrittweise aufmacht, dass sie versucht, eben genau diese entstehende negative Stimmung aufzunehmen, zu adressieren und auch zu kanalisieren. Und deswegen spricht aus meiner Sicht nicht dramatisch was dafür, dass sich das komplett ins Gegenteil verkehrt und dass das jetzt dann wieder in eine Richtung geht, wo die Opposition quasi fröhliche Urstehend feiert. Das zeichnet sich für mich nicht ab. Und eben schon mit Blick Richtung auch 17 und seither hat man einfach bei Kurz gesehen, dass er auch sehr, sehr wendig ist, wenn es um die eigenen Botschaften angeht. Sie dürfen nicht vergessen, in Wahrheit, wir haben jetzt 100 Tage Regierung. In Wahrheit kann man das Regierungsprogramm, ja, ich will jetzt nicht sagen, in die Runterablage legen, aber man muss es massiv überarbeiten. Da steht nicht mehr viel. Ja? Logischerweise, ist kein Vorwurf, da ist einfach Corona drüber gegangen. Das muss man eigentlich neu aufsetzen. Und auch Kurz musste sich von einigen wirklichen Säulen verabschieden seiner Politik. Null Defizit, lange nicht mehr gehört, ausgeglichener Haushalt, Steuerreform, ja, wird man sehen, was da geht. Ich glaube, dass er da geschickt bleiben wird, sage ich einmal, das ist meine Prognose, aber ich kann mich täuschen. Er wird eingehen eben auf diese Verteilungsfrage. Ich glaube schon, dass diese Vermögenssteuergeschichte in anderer Verpackung wahrscheinlich adressiert werden wird, weil eben Sebastian Kurz einer ist, der sehr stark auf diese Daten schaut, der sehr stark Stimmungen testet und eben seine Politik durchaus sehr heftig danach ausrichtet. Und wenn ich das zusammenfassen darf, was ich jetzt von Thomas Hofer gelernt habe in dieser Stunde, dann heißt es erstens, Kurz ist der Corona-Gewinner, die Grünen
sind der zweite Corona-Gewinner. Genau. Kurz fort Richtung 50%, so oder so. Aber wie lange es halten kann, das ist die spannende Frage. Richtig? Habe so ich das gut zusammengefasst? Absolut. Ja? Danke, Thomas Danke. Hofer, fürs Kommen. War spannend mit Ihnen. War eine wirklich sehr, sehr spannende und sehr, sehr lehrreiche Stunde. Eine Thomas-Hofer-Stunde. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann gibt es als kleinen Drübersteuer unsere Insider und ihre Analyse dieser Daten, aber auch der Corona-Krise, so wie sie sich jetzt darstellt. Wir sind gleich wieder da.